Upsi, kein Sound. Sorry an der Stelle. Manchmal wird es auch strafbar, so Lügen übrigens zu verbreiten, aber wir gehen gleich auf alles ein. Ja, dann schauen wir uns mal dieses Video von Unge und Monte an, was sie gemacht haben. So, wir haben jetzt hier den Laptop, haben das Video offen von dem lieben Unge. Ich finde es immer so Und mega wir nice. Ich schauen. finde es bei den beiden immer so ultra geil, dass sie einfach alles erklären, was so offensichtlich ist. Ja, wir haben jetzt hier, das hier ist ein Megafon und wenn ich jetzt da reinspreche, bin ich lauter. Nur, dass ihr das vielleicht verstehen könnt an der Stelle. Das mal an. Jede Anschuldigung werden wir darauf eingehen, Stück für Stück. Wir werden das Bild jetzt nicht einblenden, Ja, weil komm, jetzt mach. profitabel wieder ist Ja, für uns. normal. Deswegen, warum will er jetzt will er wieder so, Alter, ich bin der Gute und die wollen jetzt Genau, wir sind Bro. die bösen Prank Das ist Bros. so Wir ab. haben alles schon geplant und das. Wir machen einfach jetzt aus dem Bauch heraus, so wie wir es fühlen. Und das ist wieder so eine Gehörwäsche an die Zuschauer. Das ist eine abartige Charaktereinstellung von dir, dass du jetzt wieder dich auf diese Ja, gute aber. Position. Du bist der Engel, wir sind die Teufel. ASMR auch definitiv. Also, klasse Kanal. Und ich denke, das reflektiert wieder ganz gut, wie ihr zu eurer Fan-Community steht. Nämlich gar nicht, weil einfach mal ein Gaming-Kanal, um sich eine treue Gaming-Community aufzubauen und dann die anzuspucken, indem man einfach den Kanal umbenennt in ASMR Bros und einfach dort andere Content Hier rauszuholen. sagen, anzuspucken. Also, Also, ASMR Bros war ja früher ein Gaming-Kanal. Da, wo wir, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder fast ein Jahr nichts mehr hochgeladen haben an genau. Gaming-Content, Auch eine wichtige der war Info. quasi tot. Wir haben alle Videos dann gelöscht, beziehungsweise auf privat genommen und dann neu angefangen, ASMR Bros zu machen. Ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht die feinste Art. Das Ding ist, wir hätten den Kanal sonst eh tot gelassen, weil wir ja keine Gaming-Videos mehr produziert haben. Ja, okay, ist jetzt nicht die feinste Art. Entschuldigen wollen wir es dafür jetzt nicht. Aber es war halt nicht die feinste Art. Das geben wir zu. Und warum dann nicht einfach den Kanal umbenennen, wo dann eh schon ein paar Abonnenten drauf sind, die uns feiern? Die hätten die Gaming-Leute jetzt entweder einen toten Kanal oder sie haben Content, der jetzt nicht natürlich der passende für sie ist, aber wir sind da wenigstens aktiv. Und man kann ihn ja immer noch Ah, Junge, deabonnieren, den Kanal. Alter. Genau. Mich Die juckt treue eigentlich. Community. To be honest, Leute, mich juckt in dieser ganzen Debatte nur eine Sache. Ich weiß nicht, wer von den Das ist doch kein beiden. Thema, Bro. Wer von den beiden jetzt wer ist, wer hier Kelvin, wer hier Marvin ist, ich blick da überhaupt nicht durch, Alter. Keine Ahnung, Mann, ich raff das überhaupt nicht. Mir ist nur eine Sache wichtig. Ich will wissen, wer von den beiden sich, wer auch immer das war, Leute, sich mit einer 16-Jährigen da vermeintlich getroffen hat. Ich weiß nicht, wer von den beiden das war. Ich hoffe, dass sie darauf eingehen, weil das ist eine Sache, die ich unter aller Sau finde, die ich gerne wissen möchte. Marvin ist der Hübsche. Ja, gut, kann ich jetzt so nicht sagen. Kelvin ist, glaube ich, der ohne Cap. Wer von den beiden hat sich denn da, von den Chat, wer von den beiden hat sich denn da so, der getroffen? Wer war denn das, Alter? Der Rechte war das. Also er hier. Er hat sich also mit irgendeiner dann getroffen oder wie? Ah ja, rechts, okay. Und das ist dann rechts, wie heißt der? Das ist Kelvin. Ah ja, okay. Um dann nicht die Inter Gut, juckt mich ASMR nicht. Bros. Das ist ASMR Bros, ja, blöde Aktion. Safe. irgendwo in Amerika jemand hieß mit 10 Abonnenten oder so, der Prank Bros hieß. Der Ah, hat warte, das interessiert mich auch ASMR noch. Bros eingegeben. Wir haben uns einfach gedacht, wir heißen ja auch vorher Prank Prank Bros. Bros. Und ASMR Bros. richtig, wir machen ASMR Bros. Wir haben nicht drüber nachgedacht, haben den Kanal Ja. erstellt und das sehe ich jetzt zum ersten Ja, Mal. jetzt will er. Digga, also okay, wenn ihr wirklich so dumm seid, Jungs, dann ist das eine Entschuldigung wert. Da seid ihr einfach extrem hohl. Aber jeder Mensch, der auf YouTube einen Kanal eingibt, macht erstmal folgenden Check. Er guckt erstmal, gibt es diesen Kanaltitel eventuell schon? Also gibt es diesen Kanal schon als namentlichen Kanal irgendwo auf YouTube erstellt? Und solltet ihr das vorher nicht gemacht haben, dann tut es mir leid. Dann, ja, dann habt ihr einfach das YouTube-Business nicht verstanden. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass ihr es doch verstanden habt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier Shit-Talken und labern. Keine Ahnung, vielleicht lügen sie auch einfach. Ich weiß es nicht. Also ich finde es halt einfach in der Retro-Perspektive, selbst wenn sie es nicht wussten, okay, fände ich es jetzt fair, wie Monte und Simon schon gesagt haben, yo, wir benennen uns jetzt einfach wieder um und heißen ab jetzt, keine Ahnung, die ASMR Bruders oder Brudis oder was weiß ich Alter, wie sie sich nennen. Oder Marvin und Kelvin ASMR. Aber jetzt diesen zwei etwas jüngeren Kids da den Kanal zu nehmen, not cool. Sagen, wir haben dir den Namen weggenommen. Genau. ASMR, das sind zwei neutrale Wörter Genau. so. Wir wollten es unkompliziert halten Ja. und ganz einfach. Weil es gibt bestimmt auch irgendwo, gab es bestimmt auch irgendwo Prank Bros. Ja, Und wir haben doch. uns einfach Prank Bros genannt, Da denkt so. man noch nicht drüber nach, hat das jetzt einer. Ja. Doch, genau so. Was macht man, wenn man einen Kanal erstellt? Man denkt drüber nach, ist der Name hier unique oder etwa nicht? Das ist tatsächlich genau das, was man macht. Ja, kann auch sein, dass wir Prank Bros, dass in irgendwo in Amerika jemand hieß mit 10 Abonnenten oder so, der Prank Bros hieß. Ja. Aber wenn man nichts. ASMR Bros habe ich noch nie gesehen Habe ich und. echt noch nie gesehen. Ja. Ja. Nein,
Namen überlegt. Aber da ist ja auch keine, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, was mich bei den beiden so ein bisschen ankotzt. Die entschuldigen sich ja nicht. Die halten ja jetzt einfach ihr Maul und sagen, oh scheiße, Alter, schon wieder mein Red Bull hier umgeworfen. Mein Gott, bin ich dumm, Alter. What the fuck, ey. Ja, Moment. Junge, warum bin ich so eine Mistgeburt, Digga? Kann mir mal irgendjemand richtig in der Fresse reinzimmern, Alter? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich so unglaublich behindert bin. Sowas die ganze Zeit passiert, Junge. Ich könnte kotzen, Alter. Junge, das gute Red Bull. Das gehört nicht umgeworfen, das sage ich euch aber. Gehört in den Mund rein. So, was ich sagen wollte, was mich bei den beiden ankotzt, Leute, ist das Ding, dass sie nämlich genau jetzt sagen, ja gut, wir wussten das nicht, also haben wir auch nichts falsch gemacht. Anstatt jetzt Retroperspektive zu sagen, ja okay, damn, es gibt den Kanal schon, vielleicht überdenken wir jetzt unsere Strategie ein wenig. Nee, wir gehen einfach hin und sagen, wir haben ja nichts falsch gemacht. What the fuck, Digga? Geh doch wenigstens hin und sei so gut und sei so ehrlich und gesteh dir ein, dass ihr Scheiße gebaut habt und gut ist. Weißt du, ändert jetzt euren Namen, alles fein. What the fuck? Wenn man seinen Kanal umbenennt, dann schaut man auch mal, was für Begriffe werden da gefunden. Ja, richtig. Und das waren vorher die ASMR-Bros. Ihr habt den Kids... Ihr habt okay, Kids jetzt will er sagen, wir haben den Hindernis weggenommen. Wir haben das Brot ihnen weggenommen. Digger. Ich weiß, was er vorhat auf jeden Fall. Der will das richtig wieder so eine Schublade. Ja. Wie gesagt, er will ist der Engel, wir sind die Bösen. So ist die Kategorie. Alles, was wir machen, ist böse. Wir ändern unseren Namen, wir sind böse. Willkommen auf YouTube Deutschland. Wenn wir es jetzt Calvin und Marvin nennen, sagt er... Hey, ihr macht daraus eine besondere Hexenjagd. Jungs, ihr seid selber schuld, dass ihr dass ihr die Bösen seid auf YouTube, weil ihr halt die ganze Zeit einfach Rotz-Content raushaut und ein Stück weit einfach mit eurer Community umgeht wie ein Haufen Scheiße, Digga. Ihr geht hin und verkauft denen irgendetwas als echt, was nicht echt ist. Das ist Fake-Shit. Und seid jetzt nicht mal groß genug, um zu sagen... Na, fuck, wir haben da Scheiße gebaut. What the fuck, Digga? Seid doch wenigstens so ehrlich zu euch selber und schaut mal in den Spiegel und sagt, damn, vielleicht ist das, was wir gemacht haben, nicht cool und vielleicht ist das, was wir gemacht haben, nicht richtig und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, sich zu entschuldigen. Keine Ahnung, Jungs, also ich kenne euch persönlich nicht so, aber ihr wirkt wie die Jungs, die, wenn sie Scheiße gebaut haben, dann dem Lehrer noch einen auf die Fresse hauen, Digga. Das ist doch nicht cool, Mann. What the fuck? Was geht denn bei euch ab, Jungs? Oh, es gibt einen anderen Kanal, der heißt auch Calvin und Marvin. Wie können die sich Calvin und Marvin nennen? Die wollen penetrant gegen uns schießen. Ja. Darum geht es doch gar nicht, Mann. Gesteht doch einfach ein, dass ihr Scheiße gebaut habt, ihr Wichser, Mann. Ist das so schwer? Den kannst du nicht mehr helfen. Spielt oder Montana Black. Genau, den kann man nicht mehr helfen. Bei euch ist aber alles komplett. Putti nehme ich an, oder? Bei euch ist alles super. Du Scheiße, Alter, wo sind wir denn hier? Nennen würde und danach sagen würde, ach, es gibt schon einen Montana Black. Ach ja, das wusste ich nicht. Aber okay, ja. Montana Black, so, das ist ja ein Name... Den hat nicht jeder. ASMR und Bros ist ein neutraler Name. Das ist ja kein ausgedachter Name oder ausgedachte Wörter. ASMR gibt es und wir sind Bros. Ja. Dann nehmen wir natürlich ASMR Bros. Ganz einfach. Ganz easy. Sollte aber jeder verstehen eigentlich. Ja, tut uns echt leid hier für die Jungs, aber okay. Wir haben den Namen. Tut uns echt leid hier für die Jungs. Ein Schritt der Einsicht immerhin. Jetzt noch zu sagen, okay, wir kamen danach, wir wussten es nicht. Jetzt Größe zeigen und sagen, wir benennen diesen Scheißkanal einfach um. Aber nein, auf das Scheißprinzip beharren. Ich behalte das Ding jetzt. Das ist wack. Das ist schwach, Digga. Haben wir jetzt einfach so genommen? Genau. Wäre jetzt auch dumm, jetzt uns wieder umzubenennen. Ja. Wenn du jetzt mal die Thumbnails mal so ein bisschen vergleichst, was mir gerade auffällt, ist, dass sie auch sehr, sehr starke Ähnlichkeiten Alter, haben. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt ganz ehrlich, das ist echt absolut lächerlich. Wir haben uns immer an den Amis orientiert, schon immer. Orientiert ist nicht gleich kopiert, das möchte ich an der Stelle mal sagen. Es gibt im Großen und Ganzen bewusst da eine wörtliche Trennung im Deutschen, dass orientiert tatsächlich nicht das gleiche ist wie kopiert. Orientierung ist nicht kopieren, das möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen. Dass wir das jetzt rechtfertigen müssen, das ist gerade so traurig. Auf jeden Fall, warum soll ich denn von einem Kanal Thumbnails übernehmen, wenn der voll wenig Views hat? Die haben ja nicht viele Views. Genau. Dann gehe ich doch lieber zu einer Ami, der 10 Millionen Views auf seine Videos hat, vor und übernehme da die Thumbnails. Vor allem bei ASMR sind die, also bei unserem, beim Essens ASMR sind die Thumbnails alle ähnlich, weil man hat das Essen im Vordergrund und sich, ja, und man, wie man das Essen macht anguckt. Macht seinen Kopf halt dahin und macht irgendwas mit dem Essen ganz normal. Genau, deswegen ASMR Thumbnails sind alle sehr ähnlich. Zum Beispiel Hakan hat eine Frage gestellt, die auch sehr oft vorkam. Was denn der andere Bro von der Aktion von Calvin hält mit den minderjährigen Mädels in... So. Ja, Mutter schon am Pushen. Oha. Genau, warte, da kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Wir gucken mal kurz. Okay, darauf bin ich mal gespannt, Digga. Das interessiert mich jetzt sehr, was da abging, Alter, mit diesem minderjährigen Mädchen. Falls ich weiß, worum es geht, das ist eine Frage, die wird öfter... Sorry, Chat, dass ich euch gerade taub gemacht habe. Moment, ich hatte das Video ein bisschen leise. Moment, ich bin...
Bisschen hohl gerade, tut mir leid. Auch ich habe dumme Momente, das kennt man von mir natürlich nicht. Aber auch ich kann mal extrem dumm sein. Gestellt, ja? Zum Beispiel auch von Deto Fabian hat geschrieben, warum sie so feige sind und die Anschuldigungen mit der Snapchat-Instagram-Sache einzugehen. Oder auch Kajuze schreibt, was könnt ihr zu den Vorwürfen aus Mastaks Video sagen mit den minderjährigen Mädchen? Scheinbar ist da ein ganz großes Interesse der Community dran, zu erfahren, warum, was ist da passiert, warum äußert ihr euch nicht? Denn scheinbar sind die beiden in eine Falle getappt. Dazu gehen wir gleich ein, aber er hat sich als 16-jähriges Mädchen ausgegeben, hat einen Fake-Account erstellt und innerhalb von einem Tag hat er eine Antwort bekommen von Calvin. An der Stelle, ich habe das Originalvideo von Kajuze nicht gesehen, ich habe nur die Ausschnitte aus Simons Video gesehen. Beweislage da relativ eindeutig. Ich nehme einfach mal an, dass jetzt ein sehr, 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 sehr schlechtes, verwaschenes Entschuldigungsding kommt, wo ich bin mal gespannt, Dass die sich halt treffen wollten für bestimmte Sachen. Und da frage ich mich... Das ist schon eine Lüge. Warum sagst du sowas? Warum sagst du sowas? Wir kommen gleich alles dazu. Also... Das ist schon wieder eine Lüge. Ja, aber Digga, du kannst mir auch nicht erzählen, dass du dich mit einer 16-Jährigen im Wald zum Stöcke sammeln triffst, Alter. Also, tut mir leid. Das glaubt dir keiner. Schon mal für bestimmte Sachen, das war nicht mal ausgemacht. Und, ja, war nicht mal. Und wir kommen gleich dazu. Alles. Genau, das ist wieder von dir eine kleine Lüge, um das Ganze zu pushen. Ja. Und das ist nicht nur einmal passiert, das sind doch passiert in mehreren Videos. Mehreren Videos? Die Thematik jetzt, oder was? Keine Ahnung. Von verschiedenen Leuten, da ist auch eine 17-Jährige und noch andere Sachen. Da frage ich mich, wenn das so schnell funktioniert, ist das so eure Masche? Trefft ihr euch einfach gerne mit minderjährigen Fans, weil ihr einfach... Okay, da muss ich auch Simon ein bisschen kurz fronten. Simon, diese sehr, sehr provokante Formulierung des Ganzen passt halt zu Simon. Ich kenne ihn halt so, aber ja, lass mal abwarten, was die beiden dazu jetzt sagen. Simon, das war natürlich jetzt auch nicht die feine englische Art, das weißt du, Schatz. Das Spiel habt, weil ihr quasi die berühmten Prank Bros seid, ist das so euer Ding? Und falls ihr euch das Video mal angucken wollt, checkt mal Ayub aus, da ist alles erwähnt und verlinkt. Am Ende konfrontieren die dann den Calvin, der trifft sich, also kommt wirklich da zum Treffpunkt. Sie konfrontieren, wie kann man eigentlich so dumm sein, ne? Dann konfrontieren... Ohne Witz, was er das gemacht hat, das ist echt ein Burner, Alter, das ist echt krass, also Respekt on that. Sie ihn damit und dann sagt er... Ich vertraue dir gerade nicht, genau wo ich an der Brücke war, kam auf einmal Jugendliche von beiden Seiten. Sieht jetzt ganz so aus, als wüsste er gar nicht, was los ist. Man sieht es ja in seinem Gesicht, der überlegt gerade, wann war denn das nochmal? Letzte Woche Donnerstag? Boah, da war ich todesbreit, keine Ahnung, Alter. Nicht, dass das hier fake ist und ihr mir in eine Falle stellen wollt. Da kam Jugendlich einfach. Digga, selbst als dann er zu dem Treffpunkt gekommen ist und selbst als er dann, als die Jugendlichen zu ihm gekommen sind, hat er immer noch gesagt, ja, ich vertraue dir nicht ganz, sag doch mal, ist das echt so ein Zufall? So. Also, ne, ihr sucht ja Reaction-Content, das ist doch genau ein Video. Guckt euch das doch mal an in euren Videos. Also schaut euch das doch mal an oder schaut euch mal ein Video von Master an. Da gehen wir jetzt noch drauf ein. Genau. Okay, ich bin gespannt. Erstmal ganz kurz, warum ich so dumm bin. Weil es gab diese Person wirklich und die war übrigens volljährig. Die kannte ich schon vorher und ich wusste nicht, dass ich geködert werde, dass die da so sich besprechen. Genau, also in dieser Aktion haben sehr viele Leute mitgespielt, die man halt von früher mal kannte und also nicht kannte, aber das waren halt so kleine Störenfriede, sage ich mal, ja, die uns immer schon belästigt haben, um euch mal zu zeigen, was für Personen das waren. Die haben früher, als wir bei unseren Eltern gewohnt haben, geklingelt, gerufen, Prank Bros, Prank Bros. So richtig dieses Ekelhafte, was jeder, der ein bisschen Reichweite hat, nicht haben will. Okay, ich will die beiden nicht in Schutz nehmen, aber ich kann mir ungefähr die Aktion vorstellen. Die beiden, die Prank Bros, ich schaue es mir natürlich noch weiter an, klar. Die beiden, die Prank Bros, sind wahrscheinlich aufgrund ihres nicht allzu besonderen und tollen Content tatsächlich auf so eine Art, auf die Schippe genommen worden von mehreren Leuten, die halt einfach ein Problem mit denen haben. Das ist so ein bisschen das Drachenlord-Syndrom. Weißt du, wenn du Scheiße im Internet baust, dann kriegst du dafür direkt die Quittung auch im Real Life. Das ist nun mal so. Du kannst dich halt nicht zu Hause verstecken. So, wenn du halt in der Öffentlichkeit dann stehst, wie die beiden hier, kann es dann wahrscheinlich sein, dass sich eine Gruppe zusammengeschlossen hat, pipapo, eventuell mit dieser einen Person, die dann irgendwie da geködert hat, pipapo. Ich bin jetzt mal gespannt, was deren Entschuldigung dafür ist. Das ist tatsächlich eine Sache, Leute, die in der Öffentlichkeit super, super schwierig ist. Und da muss ich will die beiden jetzt nicht in Schutz nehmen oder sowas. Aber ich möchte nur mal sagen, dass es das oft gibt, dass sich Leute zusammenschließen. Das hatten wir beim UFO ja auch. Einfach ein paar Leute, die da, ey, Real Talk, da war teilweise, verpisst euch von hier und ein Hakenkreuz an die Wand gesprüht am UFO in die Garage. Ich glaube, ein Pimmel war es. Ich weiß auf jeden Fall, Pimmel oder Hakenkreuz, lol, wieso kann ich mir das nicht merken? Ich bin dumm. Auf jeden Fall war da auch irgendwie Scheiße gebaut. Und
Ich kann nur sagen, dass ich diese Situation nicht persönlich kenne, aber ich habe es oft genug bei Leuten mitbekommen, dass es sowas halt tatsächlich gibt. Ich will jetzt da gar nicht an die große Gruppen-Conspiracy denken, die beiden da jetzt aufstellen. Keine Ahnung, ob das real ist oder nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es super, super stressig sein kann, wenn dein Wohnort dann öffentlich ist oder dein Arbeitsplatz, dass super viele Leute da vorbeikommen und die auf den Sack gehen. Das ist auf jeden Fall so. Deshalb kann ich jetzt dazu nichts sagen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal weiter an. Also was jetzt davon stimmt, was nicht, das wissen nur sie. Aber ich bin trotzdem mal erstmal pro forma vorsichtig mit meinen Schlussfolgerungen, weil ich halt einfach weiß, wie stressig das sein kann, wenn man dann so ein bisschen Reichweite hat und ein paar Leute hat, die einem richtig am Sack gehen wollen. Das kann echt schon belastend sein, Real Talk. Dass Leute zu seinem eigenen Haus kommen und da rumschreien oder rumrandalieren und sonst was. Genau das Fakt übertrieben abgehört, aber leider Gottes dazu. Hat Monte ja auch das Problem und gut, Unge jetzt auch Madeira nicht, aber ja, das ist man gewöhnt. Genau solche Leute sind das, genau. Die jetzt provozieren wollen. So, und jetzt zu dieser ganzen Geschichte, die betrifft ja eigentlich dich, ne? Genau. Und wie hat das angefangen? Also, ich wurde von einem Account angeschrieben, den ich aber schon vorher kannte. Genau, das war die Person, die hast du schon mal getroffen. Genau, das war ein volljähriges Mädchen, ganz normal, ja, alles easy. Und die hat da mitgespielt, um Calvin zu ködern. Ganz genau. Und da stand im Profil noch nichts von 16 oder 17. Ja, ja. Das haben die nach der Aktion hinzugefügt. Genau. Um das wahrscheinlich in ihrem Video zu zeigen oder so. Hast du mir... Okay, ob das jetzt so... Ob das jetzt halt stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt auch nicht denjenigen, der das gemacht hat. Vorstellbar ist es vielleicht, dass sie halt gesagt haben, so... Jetzt ficken wir die beiden mal richtig, Alter, und machen jetzt hier so einen riesen Fass drauf aus. Kann aber einfach sein, dass die beiden wirklich halt Scheiße gebaut haben. Also, ach, schwierig, Mann. Mir auch noch gezeigt, genau, hab ich gesehen. War übrigens dabei. Genau, ich war dabei. Wir waren vorher einkaufen. Ja, dazu kommen wir gleich. Du hast mir dieses Profil gesehen und auf einmal stand da 16 Jahre alt. Also die haben das auch schon. Und dann haben wir gecheckt, oh, die wollen dich verarschen. Ja, die wollen dich verarschen und die steckt da mit drin, dieses Mädchen. Aber warum ist er dann da hingegangen, Digga? Warum ist er dann da hingelaufen, wenn sie doch wussten, dass er verarscht wird? What the fuck? Was genau. Du kanntest. Das wusste ich nicht. Das ja, war über 18. Und der Account war auch neu, aber ich kannte ja noch das Bild, dass diese Person wirklich echt ist. Und da ist uns erst klar geworden, was Leute tun, um ein dieses Drecks-Pedo-Image aufzudrücken. Oder einmal, ja, die versammeln Leute, die mitspielen, holen auch noch Mädchen, die volljährig sind, um einen zu ködern, um einen zu provozieren und dieses... Pedo-Image einen aufzudrücken. Und dann sagen die, man hat mit einer, da wollte ich noch ganz großen Titel schreiben, man hat mit einer Minderjährigen geschrieben, ja, was so weil, Bullshit ist. Weil dieses Thema ist ekelhaft. Ja. Wir stehen nicht dazu, Minderjährigen oder sonst was, irgendwas mit denen zu starten oder irgendwas. Mit denen zu starten, Alter, das hättest du besser formulieren können, Bro. Das ist auch nicht sexy, wenn die nicht das so, ist ekelhaft. Die sind nicht reif im Kopf, das ist alles genau. Bullshit. Genau, wenn das klar ist, wir sind... Das ist nicht sexy, Digga. Das ist jetzt natürlich jetzt keine vernünftige Entschuldigung für so eine Aktion. Man hätte es auch anders formulieren können, dass es einfach moralisch komplett falsch ist, aber ich glaube, dass das ist nicht sexy, das wirkt sehr, sehr, sehr ehrlich, Alter. Ich glaube, so straight up dumm denken die. Naja, keine Ahnung. Keine Pedos oder sonst was. Ja, also alles, was ihr in dem Titel gesehen habt, ist eine dreiste Lüge, um uns hier dran zu kriegen. Ja, und jetzt kannst du die Geschichte erzählen, wie das Ganze passiert. Also Mann hat schon erzählt, diese Jungs, also übrigens auch Unge, weißt du eigentlich, was du da für Leute pushst? Weißt du, warum ich nicht auf so Leute eingegangen bin? Weil das einfach nur eklige Leute sind, die nur Beef wollen. Das sind Kinder, die einfach nur provozieren wollen und irgendwelche Reichweite aufbauen auf unseren Nacken. So genau, und wie gesagt, an unserer Tür randaliert früher, wo wir bei unserem Elternhaus gewohnt haben. Und Unge, gerade du würdest sowas auch nicht haben wollen und so einen pust du noch. Ich will dir nur zeigen, wen du mit deiner Reichweite dir gerade unterstützt. So eine eklige Ratte. Aber wie gesagt, ich erkläre... Gut, das kann man Simon jetzt auch nicht vorwerfen. Man kann natürlich ja auch keinen großen Background-Check machen, wenn man nur das eine Video hat. Das Ding ist halt einfach, klar, wenn sowas erstmal ist und man kriegt sowas spitz und es sieht relativ wasserdicht aus und relativ plausibel, dann, Bruder, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da auch nicht die Schuld bei Simon. Tut mir leid, sowas gehört dann einfach irgendwie nicht öffentlich ausgeschlachtet, auf keinen Fall, aber auf jeden Fall halt... publik gemacht, sodass dann da auf jeden Fall ein Statement erzwungen wird, dass die beiden ja lang genug zurückgehalten haben tatsächlich. Jetzt mal, was passiert ist. So, wir haben ja jetzt schon diese Assi-Geschichte erzählt, was das für Leute sind, dass sie da früher randaliert haben, bei uns zu Hause Eier geworfen, rumgeschrien, nö, Prank Bros, richtige Kinder sind das. Also da ist auch gar nichts cool dran, was sie da machen, das sind einfach nur eklige Kinder, wirklich. Die sich mit anderen hochziehen wollen. Ganz genau. Und das klappt ja jetzt auch gerade bei Unge, genau. Der gerade pusht. Du hast ihn gepusht, okay.
dann kriegt er jetzt sein Fame, den er haben will. Aber wir sagen jetzt die Wahrheit, was wirklich war. Ja, wir wollen es hier nur erklären. Deswegen so an, ich kannte diese Person ja schon und hab die auch schon mal getroffen. Ganz neutrales Treffen, war volljährig. Alles du warst Single. Ja, ich war in der Zeit Single und war ein ganz normales Mädchen. Ganz normal getroffen, bisschen geredet, das war's. Und dann habe ich aber mich auch nicht mehr bei ihr gemeldet, weil ich irgendwie nicht so krasses Interesse hatte. Und ich kann mir auch vorstellen, das hat die auch ein bisschen gekränkt. Und deswegen kam die überhaupt zu diesem Köder. Weil nachher habe ich mir gedacht, das Treffen war friedlich, warum will die mich jetzt angreifen? Aber ich habe halt, vielleicht, ja, es gibt kranke Mädchen, wie du gesagt hast, man kann es nicht erklären. Und auf jeden Fall, dann hat mir ein Account... Fuck, man, vielleicht hängen die beiden noch wirklich einfach komplett in so einer eigenen Welt drin und wissen gar nicht, was abgeht, Alter. ...geschrieben, und warte mal, so, jetzt... Ganz normal getroffen, dies, das... Gerade, die tun so, als wäre es voll schlimm, sich mit einem Mädchen zu treffen. Wenn man denkt, nein, es geht nicht darum, dass du dich mit einem Mädchen getroffen hast. Es geht um die Anschuldigung im Raum, dass das fucking Mädchen minderjährig war. What the fuck? Ist daran so schwer zu verstehen? Über 18 natürlich. Wir treffen ja keine minderjährigen Mädchen mit dem Hintergedanken, oh, die ist 16, boah, geil und so. Ist einfach nur ekelhaft und abstoßend. Abtöner, wenn die nicht reifen. Ja, so ist doch scheißegal, ob ich mich mit 20 Mädchen die Woche treffe oder mit gar keiner. Und man mal vielleicht auf ein Fake trifft. Aber in dem Fall war das ein ganz klarer Köder, weil ich die Person schon vorher kannte, war volljährig, war normales Mädchen. Arm, Profile zu faken. Ja. Guck mal, so, warum? Und jetzt mal ganz unabhängig, diese kleinen Jungs, was ist eigentlich euer Ziel? Der Reichweite. Guck mal, das ist euer Leben. Schon damals, das ist jetzt alles 3 Jahre her, wo wir zu Hause gewohnt haben. Die ganze Zeit beschäftigt ihr euch nur mit uns. So weiter mit der Geschichte, dann hat mir der Account geschrieben, dass, da war ja sie auf dem Profilbild, die kannte ich ja auch schon. Und war ja volljährig, dies, das. Und dann habe ich sie erkannt. Ich so, okay, hat jetzt ein anderes Profil. Da dachte ich mir, sie hat jetzt einen neuen Account erstellt oder so. Weil ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt ein Fake ist. Ja, alles. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, die so, okay, kennst du mich noch? Bla, bla, bla. Ich so, ja, ich kenne dich noch. Und dann hat man ganz normal geschrieben, ganz neutral. Da war noch nichts irgendwie. Sie hat ja echt mitgespielt. Ja, die hat ja echt mitgespielt. Und da wurde auch nichts Intimes geschrieben. Es ging nur um ein neutrales Treffen. Ja. Bin ich dann auch eingegangen. Wir waren einkaufen an dem Tag. Und danach wollte ich dann noch kurz rüberfahren zum Treffen. Und dann kam er jetzt auch schon komisch aber weirder vor. Aber Treffpunkt, Alter, mitten im Wald. Genau, ich war nämlich dabei im Auto. Genau. Weil Calvin hat mir gesagt, ah, kommt mir ein bisschen komisch vor und so. Lass mal kurz treffen, abchecken, ob das echt ist oder nicht. Genau. Wir wollen einfach nur gucken, zum Abchecken, ob diese Person echt ist oder nicht. Wolltest du diese Gewissheit im Kopf genau, haben. Genau, und das sollte man auch machen, wenn man denkt, oh, es könnte eine Fake-Person sein. Lieber jemanden mitnehmen, erstmal gucken, ist die Person echt oder nicht. Auf jeden Fall sind wir dann dahin gefahren zu diesem Treffpunkt. Ich war im Auto, du bist dann rausgegangen zu dieser Brücke da. Und genau, bin da so. Was mich halt einfach an dieser ganzen Geschichte stört, ist, dass es halt da, wie gesagt, jetzt auf deren Seite keinerlei handfeste Beweise gibt. Es gibt halt eine halbwegs plausible Erklärung von den beiden, aber es ist halt nichts widerlegbar. Also die können halt nicht wirklich beweisen, dass es genau so gewesen ist. Es ist halt natürlich eine ziemlich schwache Geschichte, das jetzt so zu antworten. Das hätte man rhetorisch, glaube ich, besser machen können. Untergegangen zu der Brücke, stand da auch so und dann kam das schon so komisch vor. Und dann habe ich halt geschrieben, so, bin jetzt da. Und dann hat die Person, also es war ja fake, der hat dann geantwortet, ja, bist du vor der Brücke oder bist du auf der Brücke? Ich so, davor, weil ich hatte voll Schiss, weil wenn ich auf der Brücke bin, hatte ich Angst, so, was passiert jetzt? Weil ich hatte wirklich mehr Angst, dass irgendwas, ja, Angst wirklich, dass ich angegriffen werde. Wirklich, also ich hatte jetzt nicht Angst vor, wie gesagt, ich hatte ja nichts zu verbergen. Ich wollte da ein Mädchen treffen, ganz klar, was volljährig war, meines Wissens. Und ich habe aber schon gemerkt, du hattest ein bisschen Schiss und so. Ja, genau, weil ich dachte so. Ja, aber ich war im Auto die ganze Zeit. Ich war am Chillen. Ich hatte ja Angst, dass ich überfallen werde. Ohne Scheiß. Muss man als YouTuber auch die Angst haben. Musst du ja Angst haben, weil ich bin halt leider keine Privatperson mehr, auch wenn ich mich noch so fühle, aber ich bin halt der Typ von den Prankboss. Ja. Beziehungsweise aus dem Internet. Der also das Ding ist halt, ich habe jetzt gerade mal den Gesetzesparagrafen dazu auf kompletter Allmann-Basis hier. Es gibt ein Schutzalter bis 16 Jahre. Hierbei ist zunächst zu unterscheiden, ob die sexuelle Handlung mit dem zwischen 14 und 16, Schutzalter 18 Jahre. Genau, es ist wichtig, dass tatsächlich die Zwangslage, nutzt der Beschuldigte die Zwangslage, das Opfer befindet sich in einer ernsten persönlichen oder wirtschaftlichen Bedrängnis aus oder zahlt dem Jugendlichen für das sexuelle Geld, macht diesen sexuellen Missbrauch Jugendlicher strafbar. Zwischen heißt es. Das ist jetzt halt die Frage, ob da jetzt eine Zwangslage tatsächlich bestanden hat. Das schließe ich jetzt einfach erstmal aus. Vom Gesetzlichen her sieht es jetzt so aus, ich habe mich selber damit auch noch nicht so sehr befasst, weil ich auch noch nie, bin ich ganz ehrlich, in der Situation war. Aber es sieht laut Gesetz so aus, als wäre es tatsächlich legal, das mit einer 16-Jährigen zu machen. Dass das eventuell moralisch, eventuell nicht richtig ist, oder was heißt eventuell, ich sage es einfach mal, moralisch ist das sicherlich nicht cool. Als 25-Jähriger, glaube ich, ist er dann sowas zu machen, das ist nicht in Ordnung. Aber
Ja, wenn diese Zwangslage nicht bestanden hat zwischen den beiden, dann ist das erstmal soweit, glaube ich, rein gesetzlich in Ordnung, so wie ich das mitbekomme. Man darf keine Versprechungen dem gegenüber machen. Upsi. Und nicht halt irgendwie sagen, ja, ich push dich jetzt auf Instagram, dies, das oder wir werden dies, das. Also man darf halt einfach nicht die geistige Befangenheit eines etwas jüngeren Menschen dann halt dahingehend ausnutzen, so wie ich das jetzt laut Paragraph verstehe. Ja. Reichweite hat. Dann war ich an der Brücke und habe da einfach gewartet. Und dann habe ich gesehen, da hinten kam. Aber auch ein richtig weirder Treffpunkt, Bro. Also ich würde mich niemals, niemals in meinem ganzen Leben, wenn mir irgendwer schreibt, lass uns mal in einem Wald oder der Brücke treffen, Digga, da kann ich mir meine Leber selber rausschneiden, die auf eBay packen, Alter. Da bin ich mir sicher, dass meine Organe geklaut werden, Digga. Das ist schon ziemlich, ziemlich shady, Alter. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Zwei Typen so. Ich denke mir so, okay, das ist komisch. Und ich habe die ganze Zeit an einem Auto gesehen, der hat die ganze Zeit telefoniert, ist hin und her gegangen und Und das so. war dann auch wahrscheinlich die Person, die mich von unten gefilmt hat. Ja, kann echt sein. Ja. Mir kam das auch schon Ey, alles sehr komisch vor. mal so, guck mal, die Tatsache, dass die sich so einen Aufwand machen, Ja, was das waren, wollt ihr? ich glaube, das waren 20 Jungs oder Das so. waren 20 Jungs. Und Erwachsene Ja, waren auch Junge dabei. mit Bart und allem. Ey, Alter, ihr habt echt dass nichts sie zu nichts tun. zu tun hat, an sowas zu Das planen, Traurigste an der ganzen das Sache ist ist, dass krass. sie nichts zu tun Und haben und da. deswegen will man sich auch zu sowas nicht äußern, weil das einfach Ja, lächerlich ich will ist. doch nicht so komische Nein, Pisskanäle nein. pushen. So ein Kanal. Das hat ja nichts mit Pushen zu Dinge zu tun, Digga. Schau mal, wenn das wirklich so ist. Dann ist es ja in deinem Interesse, dich darüber zu dahingehend zu äußern, um einfach mit der Sache aufzuräumen, Junge. Wenn doch sowas hochkommt, dann musst du doch eigentlich sagen, yo, das war so und so, nicht anders. So ein Video wollten wir nie machen, weil es einfach lächerlich ist. Aber es Ja. wird so groß geredet, irgendwann muss man sich einfach Ja, verteidigen und ja. dafür gerade machen. Und gerade bei diesen Lügen, das werde ich ja nicht. Ich werde mir ja kein Pedo-Image Nee, wir aufdrücken. sind keine Ja, Pedos, wir sind sind es das nicht. Damit Ekelhafte. haben wir nichts Wir zu haben kein tun. Problem, Frauen kennenzulernen, auch Ja. ohne YouTube. Ich wollte gerade Wir sehen sagen. nicht schlecht aus, sage ich jetzt mal, ohne jetzt hier auf No arrogant oder Ja, so. aber wir Aber können. wir haben kein Problem mit Frauen. Ganz ehrlich, was soll der Volljährige, Scheiß? reife Frauen, die klar im Ja. Kopf sind, ganz easy. Deswegen verstehe ich nicht, was hier gerade abgeht, Mann. Aber ja, dann habe ich gesehen, von der anderen Seite kamen auch noch zwei Typen und ich dachte mir so, ey, wenn ich jetzt auf der Brücke stand, dann wer hätte ihn nicht umzingelt. Waren jetzt so halbstarke Affen, aber im Endeffekt Dann hatte kamst du angerannt im Auto. Ich ich. dachte, Ja, oh shit, was ist los du dachtest, jetzt? was ist los? Ich war schon ready. Ich Ich dachte, Alter, was geht jetzt ab und habe so. gedacht, ich krieg gleich Messerstiche. Und Ja, deswegen bin du ich einfach kamst nur aber gegangen. angerannt und dann sagst du, ey, wir waren Jungs und Da so. waren Jungs, ey, lass fahren. Genau, Zack. dann sind wir weggefahren, haben wir erstmal angehalten und Genau. dann hast du diese Memo gemacht, ne? Genau, und ich wollte Gewissheit haben, wer war das jetzt? Deswegen habe ich gesagt, Genau, war kommt mal so. hier zur Sparkasse und wir haben uns extra auf Distanz aufgehalten, weil ich und Marco wollten wissen, was war das jetzt Ja, für Jungs? und dann hast du dieses Profil da aktualisiert und dann stand da 16 und dann wusste ich, Oh. oh, du wurdest verarscht. Ich wurde verarscht, ja, Du Mann. wurdest verarscht. Ja. Kann jedem mal Kann passieren, dass er jedem verarscht passieren. wird. Ja, ob das jetzt so passieren kann, weiß ich jetzt einfach nicht. Was, so, kann jedem mal Aber wir lassen passieren. uns hier nicht so Lügengeschichten Nee. aufdrücken. Das geht gar nicht. Aber ja, es kann jedem passieren und ich werde auch nie wieder auf irgendeinen Chat bei Instagram Nee, eingehen. Also, dadurch sind wir jetzt noch vorsichtiger ja, und geworden. auch an alle die Spaßvögel, die mir jetzt bei Instagram schreiben, ich gehe auf nichts ein. Also, ihr braucht mir nicht schreiben mit euren Fake-Profilen. Und für die Allgemeinheit, so, wir haben jetzt auch daraus gelernt, lasst euch immer erstmal, am besten macht einen Videochat oder sonst was. Seid euch sicher, wenn ihr euch mit jemand aus dem Internet trifft, dass diese Person echt ist. Haben wir jetzt auch nochmal daraus gelernt. Ja. Weil ich hätte auch tot sein können. Stell dir vor, Ja, stell dir vor, Psycho, das wäre der ein mich Psycho, der dich abgestochen auch. hätte. Das Es ist könnte ja. so viel Schlimmeres Ja, ich passieren. hatte wirklich Todesangst. Ja, Mann, und Weil bevor euch sowas passiert oder so, immer erst Videochat. immer am besten einfach nicht in einem Wald unter der Brücke treffen. Das ist so mein Ratschlag für erste Date. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Am besten. Genau. Oder, keine Ahnung, mehr muss man telefonieren. Aber selbst dann könnte es ein Köder Ja, sein. also ihr Weil müsst du euch da. kanntest die Person ja. Das ist Ja, das das ist das Kranke. Kranke. Ich wusste nicht, dass diese Ja, Person so gestört normale ist. Sachen würden mir ja niemals reinfallen so. Genau, wir sind ja nicht dumm. Ich hätte dann Ja. auch skeptisch gewesen, aber das, weil ich die Person ja schon kannte, das ist das Ja. Kranke daran. Aber Und da sieht ja. man, was in dieser Welt Das abgeht. geht, Alles ist Marc. möglich, deswegen passt wirklich auf euch Genau. auf auch. Und Auch eine Message dann an euch. kamen die da angefahren mit Kamera und so. Und Ja. dann wussten wir, ja, die wollten uns hochnehmen und Video Ja. draus machen Dann und so. ihre Videos und dann teilen die das dann mit ihrer. Gut, ich möchte jetzt gerne mal ganz kurz die Gegendarstellung sehen. Gibt es da noch. Originalvideo ist doch hier. Kevin mit Minderjähriger live auf Kamera, der Coole aus der Schule. Ist es das hier? Ich vertraue dir gerade nicht. Genau wo ich an der Brücke war, kamen auf einmal Jugendliche von beiden Seiten. Nicht, dass das hier fake ist und ihr mir eine Falle stellen wollt. Ist das das Video? Nee, ne, das ist das nicht, Leute. Das ist. Prank Bros Statement war gelogen. Jo Leute, was geht ab? Was ist hier am Start? Willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte schon ein Video zu den Prank Bros hochgeladen. Ich habe nur darauf gewartet, dass es screen wird.
Aber jetzt kam schon ein neues Thema. Ich schreibe jetzt mal hier darauf. Hauptsache, ich lade das jetzt hoch. Egal, auch wenn es gelb ist oder nicht. Weil das liegt mir jetzt am Herzen, das, was die gesagt haben. Die haben versucht, Mastag etc. zu widerlegen. Von wegen, das Mädchen wäre am Anfang stand da nicht, dass sie 16 wäre. Die kannten das Mädchen, die haben es im Nachhinein geändert. Okay, dann geh auf die Kritik von meinem Video ein. In meinem Video habt ihr hat das Mädchen euch geschrieben, dass sie 17 Jahre alt ist. Dass sie noch 16 Jahre alt war. Dass sie minderjährig ist. Und da hat er geschrieben, es ist für mich... Okay, es gibt noch keine Gegendarstellung hier von Ayub tatsächlich. Müssen wir mal warten, Leute, was da noch so kommt. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall, Mann. Also das Placement, das Statement von den beiden war jetzt nicht so stabil, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat man jetzt nicht unbedingt so viel... Keenan, Justin, danke für deine 500 Bits. So viel raussehen können. Also es gibt ja hier keine neuen Videos, oder? Das ist ja das Aktuellste hier, das hier. Ich würde jetzt nur gerne nochmal eine Gegendarstellung von dem Video von den beiden haben. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also da scheinen eine Menge Leute auf jeden Fall gut Views mitzumachen. Das ist auf jeden Fall sichtbar. Ey, was jetzt genau dahinter steht, Leute, kann ich nicht genau sagen, keine Ahnung. Es bleibt spannend und ich würde sagen, wir grinden auf jeden Fall in Minecraft rein. Sollte sich herausstellen, dass er tatsächlich da sich drauf eingelassen hat, dann ist das erstmal, zumindest laut Gesetz, so wie ich das jetzt verstanden habe, nichts Verwerfliches. Aber, das ist ein ganz großes Aber, dieses Aber ist dann einfach auf der moralischen Ebene nicht zu sehen, denn da muss ich ganz ehrlich sagen, dass jemand, der dann sowas macht, tatsächlich einfach bei mir auf jeden Fall moralisch unten durchfällt. Das ist auf jeden Fall ganz klar.